Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Stasis. Ich bin wieder fast gesund. Heute ist Samstag. Heute startet der zweite Love-Stream, wollte ich gerade sagen, der zweite Rain-Stream. Und ich habe mich schlau gemacht und wir müssen diesen Kühlschrank kaputt machen. Und ich glaube, mit dem Plasmaschneidemesser. Da wäre ich auch niemals drauf gekommen, warum wir jetzt gerade diesen Kühlschrank kaputt machen müssen. Oh mein Gott. Von dem verwesten menschlichen Körper steigt ein eisiger Nebel auf. Warum tritt er denn da drauf? Und nimmt sich ein Auge mit? Okay, wir haben noch ein PDA. Scott Tanaka, den haben wir, von dem haben wir auch schon mal gelesen. 6. Februar. Februar. Jared würde sich gut als Geschäftspartner eignen, aber ich kann das... Die Schrift ist größer, ne? Ich glaube, es kamen ein paar Updates und die Schrift ist jetzt größer. Das finde ich super. Jared würde sich gut als Geschäftspartner eignen, aber ich kann das nicht einmal vorschlagen, ohne dass er einen Wutanfall bekommt und rumschimpft, dass das in seiner Familie nicht so läuft. Glaubt der Mann wirklich, dass er irgendwas erreichen kann, ohne Hilfe von jemandem anzunehmen, der intelligenter ist als er? 11. Februar. Bisher war es eine Freude, an Bord der Groom Lake zu sein. Sehr viel unterhaltsamer als auf der Erde. Selbst die Privatinsel meiner Familie kann da nicht mithalten. Zugegeben, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu tun. Die Tiere, die es da ursprünglich gab, haben wir alle schon gejagt und erlegt. Der Weltraum hingegen, unendliche Weiten. 20. März. Ich habe ja schon das Gefühl, dass es ein bisschen armselig ist, einen Aprilscherz 2 Wochen im Voraus zu planen. Insbesondere, wenn es nur ein einziger Streich ist, nämlich Wasser auf Jared zu kippen. Ich habe ihm Wasser übergekippt, nur ein kleines Glas. Und die Folge davon? Dieser bullige Vollpfosten hat mich mit einem Schraubenschlüssel den Gang runtergejagt und mir dann die Stirn aufgeschlitzt. Ich bin jetzt absolut überzeugt davon, dass er gestört ist und werde Nachforschung anstellen. 14. Mai. Nachdem ich mich bereit erklärt habe, einen gewissen Betrag zu überweisen, konnte ich Dr. Graham überreden, mir die Patientenakten von Jared zu beschaffen. Jared ist wirklich psychisch krank. Er hat mit Wutanfällen zu kämpfen. In einem Bericht steht, dass er seinen Bruder ermordet hat, indem er ihn mit einem Auto zerquetscht hat. Angeblich glaubte Jared, es sei Gottes Wille gewesen. Genau so, in Großbuchstaben. Wie zum Teufel hat er es geschafft, im wichtigsten Bereich des Schiffes einen Job zu bekommen? Den sollte ich mir besser warm halten. 4. Juni. Ich fange langsam an, das Anwesen meines Vaters zu vermissen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich bin mit Köchen und Zimmermädchen, die sich um meine Bedürfnisse kümmern, aufgewachsen. Dass ich selber aufräumen und den ganzen Weg zur Kantine laufen muss, ist nach wie vor eine Herausforderung. 23. August. Manchmal frage ich mich, ob ich noch bei Verstand bin. Ich habe sein Hobby kritisiert, diesen alten Transportpod zu reparieren und oha, habe ich dafür einen irren Blick kassiert. Was wollte ich denn damit erreichen, dass ich mit darüber spreche? Mit ihm wahrscheinlich, oder? 27. August. Unglaublich, er hat meinen Thesaurus verbrannt. Jared kam auf mich zu, riss ihn mir aus der Hand und hat ihn angezündet. Dann schrie er April, April, wedelte mit den brennenden Seiten über seinen Kopf herum und rannte davon. 19. September. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich meine Einträge neu geschrieben habe. Sie fühlen sich einfach weniger gut an. Es gibt dafür ein besseres Wort, ich weiß es genau. Ich würde töten, um meinen Thesaurus zurückzubekommen. Wie sollen die Leute Respekt vor mir haben, wenn ich nicht intelligent klinge? 28. September. Ich geb's auf. Ich bin heute Dr. Graham über den Weg gelaufen und er meinte, ich klinge weniger wie ein aufgeblasenes Arschloch. Vielleicht sollte ich ab jetzt einfach wie ein gewöhnlicher Mensch reden. Oh, gewöhnlich ist ja auch ein ziemlich schönes Wort. 30. Oktober. Meine Arme tun weh. Es war Schwerstarbeit, dieses ganze Pilzzeug aus den Generatoren zu kriegen. Aber wir haben es geschafft. Sauber machen ist nicht so einfach. Ich fühle eine gewisse Befriedigung. 13. November. Ich schätze, Jared ist doch nicht so ganz so übel. Er hat sich heute bei mir dafür entschuldigt, dass er so oft die Beherrschung verliert. Und man glaubt es kaum, ich habe mich auch entschuldigt. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal getan habe. 15. November. Heilige Scheiße, da hat der Kerl doch ein paar Rationen abgezweigt. Er hat sie mit mir geteilt, obwohl er fast nichts mehr hat. Wenn ich hier nicht verhungere, muss ich ihm am Ende noch die Verantwortung für die Tanaka Investments Stiftung übertragen, die nicht existiert. Bis jetzt. 22. November. Die Rationen sind angekommen. Wir haben genug Essen in der Kühltruhe. Wir sind weit weniger hungrig als die Typen, die Zwillinge bemannen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Keine Ahnung, woher die Jungs mit so wenig Nahrung die Energie genommen haben, uns auf Kurs zu halten. Diese Typen sind Titanen. 23. Dezember. Für die Technik gilt ein totaler Lockdown. Was auch immer diese Biester genau sind, wir müssen sie in den Generatoren festhalten. Von den Generatoren fernhalten. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder das Tageslicht zu sehen bekommen. Aber wenn ich sterbe, bin ich wenigstens mit dem einzigen echten Freund zusammen, den ich je hatte. Oh, guck mal, da sind sie noch Freunde geworden, die zwei. Oh, wie schön. So, jetzt habe ich einen Augapfel. Wofür brauchte ich den noch gleich? Wo
Wo musste nochmal... Das haben sie immer noch nicht gefixt. Es kamen ein paar Updates. Aber das haben sie immer noch nicht gefixt. Das ist sehr gut. Mann, ist das laut. Alter Vater. Ich muss nochmal alle abfahren, weil ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir den Augapfel gebrauchen konnten, den wir jetzt gefunden haben. Aber war das hier? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich erleben. Und ich habe mir heute zum dritten Mal vorgenommen, dieses Spiel jetzt endlich zu Ende zu spielen. So, da bin ich wieder. Da habe ich irgendwie aus dem Bild geklickt, obwohl der Mauszeiger die ganze Zeit im Bild war. Naja, egal. Jetzt darf ich wieder schneiden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So, hier braucht mir hier... Nee, hier war nur der Verteilerkasten, ne? Das ist diese Gesichtsform da. Nee, hier war das nicht. Dann war das doch, an der nächsten Station. Dann müssen wir noch mal einen weiterfahren. Tut mir leid, dass wir jetzt hier gerade wieder so ein bisschen rumfahren müssen. Aber es sieht ja immer wieder lustig aus, wie er da so nach dem Stuhl erst reinfährt. So, erweitertes Besucherzentrum. Dann müsste das ja da gewesen sein. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Na? Ach, hier. Ach, das war das. Brauchten wir hier an diesem Ding da so ein Augapfel? Kann das sein? Loses Schaltpult. Netzhautscanner. Ah, genau, hier war das. So, dann hätte ich gerne... Hallo? Also muss ich den von hier aus schon benutzen. Augapfel mit loses Schaltpult. Aha. Muss ich jetzt hier... Ach, warum kann ich nicht aufs Inventar zugreifen, wenn ich direkt davor bin? Wie scheiße ist das denn? Hallo, Inventar. Muss da so ein Ding rein? Oh, der läuft schon mit einer. Na dann mal rein in den hochgefahrenen Gabelstapler. What? Was ist das denn jetzt für ein Bild? Ach, da sind wir. Ah. Ja, ich glaube, Gabelstapler-Führerschein hat er nicht, der John. Hätte sich mal Staplerfahrer Klaus angucken müssen. Groom Lake Modell. Abgeschürftes Plastik ragt aus dem teilweise zerstörten maßstabgetreuen Modell der Groom Lake heraus. Groom Lake Visitor Center. Kane Corporation trusts that you'll enjoy your stay. Please ensure your personal data tag is updated with your medical history and is functioning correctly. Launched in 2100, the tower was 6106 feet long. This massive nuclear fusion power ship was used extensively as a planetary mining platform. 15 years of atmospheric exposure resulted in a weakened hull and her decommission. Launched in 2100, the tower was 6106 feet long. Wo gehst du hin? Ach so, da kommen wir natürlich nicht durch, ja, das stimmt. So, darf ich jetzt hier drauf zugreifen? Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. Aha. Spannend. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. In 2116, Kane Corporation recruited a vessel from its mining fleet to be repurposed as a laboratory. Aha. Ich mache noch so ein paar Infos hier. Kane Mining Limited was founded in 2050. Henry Kane was appointed to exercise control over East Asian Pacific debt repayment through mining asset acquisition. Aha. This post had
95 Jahre alt in der Blüte seines Lebens, klar. Did you know, Kane Mining Limited was rebranded as Kane Corporation in June 2019. Nee, habe ich noch nicht gewusst. Okay, gehen wir mal weiter. Charles Clark Kane has proudly taken over the reins from his father and continues his family's legacy. In 2077, a mile below the surface, Camp 571 in Japan produced a treasure trove of medical research documentation. A replica of a statue of remembrance that stands in Washington, D.C. Achso, ich dachte, das wäre jetzt einer von der Groom Lake oder so. Did you know, Henry Kane served in the military and was a decorated naval aviator. Nee, wusste ich auch noch nicht. Danke für die Info. The rapid advancement of medical research and its auxiliary studies culminated in the perfection of genetic manipulation. Popularized by the media as a medical cold war, the eugenics age far exceeded selective breeding. In 2049, a worldwide ban was placed on unapproved genetic modification. Ah, schau an, dann, The rapid advancement okay. of medical research and its auxiliary studies culminated in the perfect. In 2049, a worldwide ban was placed on unapproved genetic modification. Das Boot ist halb zerstört und unbrauchbar. Herabfallende Trümmer haben große Löcher in das Rettungsshuttle geschlagen und haben es völlig lahmgelegt. Die Todesfalle schlummert leise in ihrer Bucht. Der schwere Kran hängt nutzlos von einem stillgelegten Kran. Der schwere Haken hängt von einem stillgelegten Kran. Farbe blättert von den einst gelben Sparrenzeichen, die früher als Warnzeichen dienten. Also alle Rettungsshuttles hier sind hinüber. Da sind noch Rettungsshuttles. Wo bin ich? Ach, da. Dieses Rettungsshuttle wurde leider zerstört. Aus zerrissenen Benzinleitungen tropfen entflammbare und giftige Flüssigkeiten, wodurch dieses Rettungsshuttle gefährlich und definitiv unbrauchbar ist. Da geht's nicht weiter. Eingang zur Luftschleuse. Sieht aus wie ein Kirchenfenster da. Strukturbalken. Die gebogenen Metallpfeiler stützen die schwere Decke. Die großen hohlen Rohre drehen und winden sich, schlängeln sich ihren Zielen entgegen. Ist auch überall Blut. Mein Mauszeiger ist weg. Without a family, man alone in the world trembles with the cold. Okay. Die vergoldete Luftschleuse dient als eine luftdichte Sauerstoffbarriere. Oh. Murderer! You really are a roach, Mr. Magic. John, shoot him. Kill him now. Pack. I may have pulled the trigger, so to speak. But you and Miss Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? By whose standards do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods. Plasma Schneidemesser, Dr. Melan. Oh, oder auch nicht. Bang. Huch, habe ich mich da gerade selber umgebracht. Okay, schießen können wir scheinbar nicht auf ihn. Oh, jetzt muss er das nochmal sehen. Ja, schön. Haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Ist die Frage, was können wir denn sonst noch machen? Da habe ich schon wieder aus dem Bild geklickt. Mann, ist das nervig, ey. I may have pulled the trigger, so to speak, but you and Miss Hensley loaded the gun. Don't
Ja. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie an dieses Rettungsshuttle da kommen, aber ich weiß noch nicht wie. Do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods. Ja, genau. So, was haben wir denn hier? Maschinenteile, ein ganzer Haufen verrosteter Schrott und alter Schiffsbauteile. Geschütze, Dr. Malan, Tia Hensley, Kane Corporation. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Datentag. Ah, warte, kann ich den Datentag vielleicht dahin werfen? Okay, ich habe auch nur eine begrenzte Zeit. Das ist interessant zu wissen. Und jetzt dürfen wir uns das immer wieder anhören. Oh, wie nervig. Oh, wie nervig. Ich habe letztens noch gelesen, dass die Checkpoints sehr blöd gesetzt sind. Und jetzt kann ich es verstehen. Sie sind sehr blöd gesetzt. Und ich kann das nicht überspringen. Kann es nicht überspringen. I may have pulled the trigger. Ja. So to speak. But you and Miss Hensley loaded the gun. Loaded the gun. Try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? Monster gemessen woran? Monster gemessen woran? The morals of men don't apply to gods. Ja, genau. So, ich probiere jetzt mal meinen Datentag darunter zu werfen. Nee? Kann ich wieder gehen? Kann ich mit dem Plasma-Cutter darauf schießen? Ah, Tatsache. Quantum storage device damage down door missing. Fractural femur detected. Scapula damaged. Seek immediate medical attention. Alan, did you? Have we got her? I do. She's here. It's over. It's all over. It's over. It's all over. It's over. It's all over. I'm sorry, it wasn't supposed to end like this. Waking you was a mistake, John. But I'm happy to have met you. I don't understand. Tia, what do you mean? You woke me. Answer me! We needed a way to transport the research off the Groom Lake. And your wife's bone marrow was a perfect storage device. Search? This is about fucking research? Yes! It's about research. Worth billions, John. Billions. So you cost all of this? You let those things loose? No, I'm not that sloppy. The idiots we sent to get your wife's body turned off all the containment protocols. We lost Ellen in all the chaos. That pussy Yuri was on his way to you when Milan got involved. On his way to get my DNA. It was the only way to locate the data carrier in the shit fest. Old man Kane will be rolling in his grave when I sell his secrets. You're just like Milan. Is that what you think? John, do you love your wife? Well, I loved my husband, and Kane's security forces murdered him during a protest. Kane Corporation took everything from me, and now I will burn them to the ground. You don't have to do this. You don't. Two stasis pods, hon. It was never gonna happen. Selenographic coordinates confirmed. Autopilot has been engaged. Time to departure. 15 minutes.
Ellen liegt bewegungslos da. Kann ich noch irgendwas tun? Quantum-Speichergerät. You never had any intention of helping me. You use me. You use my family. It's not personal. Not personal. You bitch. Guilty. Da sind die Daten drauf gespeichert, oder was? Johns persönlich. Ach so, okay. Suchen nach Zielen. Kann ich das nicht irgendwie auf sie werfen? Haha! Du blöde Schlampe. This vessel has been cleared for departure. Okay, kann ich jetzt mit meiner Frau hier abhauen? Was? I love you, Ellen. Ach so, wir haben nur einen Stase-Behälter. Errungenschaft, I love you, Ellen. Wir haben uns das Ziel von ihr geändert, auf was? Wohin wird sie jetzt reisen? Fliegen? Zur Erde zurück? Aber wir können sie nicht begleiten, weil nur noch ein Stase-Behälter funktionstüchtig war. Aber wir mussten Tia töten. Sie hat uns nur benutzt. Kein Deut besser als Malan, diese Tia. Oh. Sie war schon längst tot. Hat er das nicht gesehen? Ellen war schon tot. Und das war Stasis. Huiuiui. Okay. Das Ende ist ein bisschen... Naja. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Bin ich... Na, enttäuscht, weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwie, ob man das enttäuscht nennen kann. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ein bisschen, dass da auch so ein bisschen mehr aufgedeckt wird so am Ende. Das wäre richtig cool gewesen, wenn da einfach mehr Infos gekommen wären über alles. Aber gut, das war Stasis. Und ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke GamesPlanet dafür, dass sie mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns im anderen Let's Play wieder, was da bald starten wird. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und bis im anderen Let's Play. Euer Rainbird LP. Macht's gut. Tschüsschen.